Herzlich willkommen auf Gorro RP. Ich möchte heute mit dem Brian. Okay, dann halt nicht. Ermech spielen. Und zwar, ja, das ist noch in der Closed Beta. Ist ein Strategiespiel, das. Ja, ich kann jetzt sagen, das beste Free-to-Play-Strategiespiel, was ich kenne. Das ziemlich dynamisch ist und ich möchte es jetzt erstmal vorstellen und danach ein Together mit Brian zum Beispiel zu machen. Doch. Wir können diese Diskussion jetzt eine Viertelstunde durchziehen. Ich kann das machen. Ich habe damit kein Problem. auf jeden Fall, hier sieht man jetzt zum Beispiel meine Einheiten. Die kann ich auswählen aus dieser langen Liste. Jedoch komme ich mit diesen hier eigentlich momentan ganz gut klar. Zum einen habe ich den Moneymaker. Dieser kann Geld machen, solange ich es auf eine bestimmte Fläche stelle, die ihr gleich sehen werdet. Dann die Soldaten. Die sind dazu da, Plätze einzunehmen. Das Spiel funktioniert so, dass man verschiedene Plätze einnimmt, dadurch Geld verdient. Und dann hinterher halt die Basis des Gegners zerstört. Also eigentlich klassische Strategie, aber egal. Repair Guardian. So ein Ding schwert dann um deine Einheit und halt deine Einheit. Jedoch kannst du davon nur begrenzt welche benutzen. Das hier ist meine Einheit. Dann gibt es die T99. Das ist ein Geschütz, was Raketen schießt. Ziemlich gut, um Soldaten des Gegnerteams oder auch halt dessen Helden zu zerstören. Allgemein, um Sachen zu zerstören. Also zur Verteidigung. Dann den Wedget, der repariert meine Einheiten. Ziemlich nützlich, wenn ich es in der Nähe der Base aufbaue. Der halt dann zum Beispiel auch Geschütztürme. Dann der Blaster Guardian, das gleiche wie der Healer, nur dass dieser angreift. Seeker ist für Anti-Air zuständig, das heißt, wenn zum Beispiel Gegner heranfliegen, um Einheiten abzusetzen, zum Beispiel Soldier, können diese daran hindern, weil das Leben des Gegners direkt down geht. Und der Longhorn, der ist dazu da, anzugreifen, aber auch dazu da, um die Base zu verteidigen. Dazu habe ich dann noch diesen Gegenstand, das ist ein Reparaturroboter, dieser hält mich um 10%, allerdings ziemlich langsam. Und mein Pilot hat plus 50% Raketenabfangwahrscheinlichkeit, 30% Wiederaufladungsrate, 13% Treibstoffeffizienz, das ist sowas wie Ausdauer, und minus 5% Baugeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Spiel. Bis gleich. So, nun möchte Brian noch kurz seine Einheiten beschreiben. Auf geht's, Brian. Mist, ich wurde gezwungen. Ja, okay, ich zwinge ihn hiermit, seine Einheiten zu beschreiben, damit ihr einen Einblick in seine Einheiten bekommt. Da seht ihr mal, was für einen Aufwand ich betreibe. Ich musste gerade bis nach Berlin rüberfahren, mit meiner Peitsche ihn auspeitschen, zurück hierhin fahren, um zu merken, er hat gar keine Schmerzen und keine Angst mehr. Musste zurückfahren, ihn wieder auspeitschen, sodass er es jetzt sagt. Ja, auf geht's. Nee. Nein, auf jeden Fall, wie seht, ich habe hier dieses kleine Mädel als Piloten unter meinem Namen. Ich habe die einfach nur, weil sie mir viel Angriffskraft gibt. Darauf stehe ich. Dann habe ich noch eine Untertasse, mit der ich ein paar Einheiten einnehmen kann. Dann habe ich mir mit echtem Geld die Dings gekauft. Die Skins sozusagen, dass ich einen roten Schweif hinter mir habe und rote Schüsse. Das Lexikon, damit ich 10% mehr Radarsichtweite habe. Und sonst habe ich eigentlich fast genau dasselbe Team wie er. Außer, dass ich Goliath-Panzer habe, der stärkste, und Bomben, die ich halt irgendwo abwerfen kann und somit großen Schaden anrichten kann, wenn da irgendwie sich ein paar Panzer getümmelt haben. Und den Ultimate Money Maker. Ich habe nur Money. Ja, okay. Dann habe ich noch mehr Geld. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir, oder? Von mir aus. Juhu, dann bin ich ready. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Achso, ich muss auch Start machen, stimmt ja. Das ist, ja. Also, so, das sind schon. Meine Strategie ist es jetzt erstmal halt Geschütz zu bauen. Er baut in der Zeit Moneymaker. Wir machen das fast immer. So, die Geschütze logischerweise schützen uns, während die Moneymaker uns zusätzliches Geld bringen. Der Countdown, den ihr hier seht, beschreibt, wann das Spiel startet. Somit kann ich jetzt schon mal ein paar Soldiers bauen. Ihr wisst ja, damit können wir Einheiten aufbauen. Einnehmen meine ich. Die hier, hier und hier liegen. Das hier ist schon unsere, das hier ist die von den Gegnern, das hier ist die gegnerische Basis, die wir zuerst mithören müssen. Wohin gehen wir jetzt eigentlich als erstes? Mitte oder oben? Nach oben natürlich. Okay. Oder das jetzt einfach rein ab, dann sind das sozusagen vier. Mit dem Rest fliegen wir in die Mitte. Jo. Sofort. Auf in die Mitte. Huhu. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, hier sind jetzt neutrale Einheiten, die sind dazu da, einerseits sich selbst hoch zu pushen, also sich zu leveln, andererseits allerdings auch dazu da, dass am Anfang nicht sofort zu schnell es dazu kommt, dass jemand alles einnimmt
Und ich habe gemerkt, ich habe versehentlich eine Einheit zu viel mit in die Mitte genommen, weswegen ich jetzt nochmal hier fliegen muss, um das hier jetzt einzunehmen. Ihr seht, alle Lampen sind jetzt blau. Das heißt, wir haben diesen Punkt eingenommen und wir können uns jetzt hier zum Beispiel heilen. Ich baue jetzt hier zwei Moneymaker, obwohl, nee, du hast Ultimate, ne? Ja. Okay, dann baue ich nur einen Moneymaker, dann kannst du auch zwei Ultimate hinsetzen. So, jetzt habe ich mal einen Moneymaker, setze ihn hier hin und er gibt uns zusätzliches Money. Mal gucken. Die Einheiten laufen auch teilweise so rum, also die werden automatisch gespawnt. Die kann ich aufnehmen und ebenfalls versuchen, die Basis einzunehmen, die jetzt schon nicht eingeladen. Schon scheiße, ey. So, und das können wir uns natürlich auf gar keinen verbieten lassen, nicht wahr? Doch schon, aber freuen wir nicht. Ah, ich hab versucht, mich anzunehmen. Nein! Ah, okay, das war jetzt eine idiotische Sache von mir. Ich hab halt. Ja, okay. Nicht eine der vielen, oder? Ja, okay. Ich bin noch nicht besonders gut. Okay, ich bin normal. Sag mal. Unser Posten. Gehört uns? Okay, dann. Ja, der Pro hat's wieder eingenommen. Und der Pro ist auf der Heal-Basis gestorben. Ich hab mal Verteidigungssachen im Bau. Du musst dich daran gewöhnen, dass ich bei der Aufnahme immer mobben werde. Immer. Immer? Immer. Ach, Mann. Aber wenn ich das so nicht verkehre. Fuß. Au! Ach. Wenn das nicht in zwei Tagen oder so aufhört, beruht sich das natürlich auf Gegenseitigkeit. Ist ja wohl klar. Und ein. Level 2. So. Wie in. Ja. Ja, okay. Nicht in vielen. Okay, in einigen Strategiespielen kann man. Schirmsgeschütz auf mich. Ich muss Geschütz ein nicht. Kaputt machen. Okay, ich sterbe, wenn ich es einnehmen werde. Eigentlich noch zu früh im Spiel. Auf jeden Fall kann ich jetzt Fähigkeiten auswählen. Am Anfang nehme ich das hier, weil es meine Creeps verbessert. Danach werde ich das hier nehmen, dann kann ich mehr von den hier benutzen. Blaster Guardian oder Repair Guardian. Und ich sterbe, weil das nicht mehr unsere Einheit ist. Oh mein Gott, die haben es wieder genommen. Alter, ich habe doch so viel hingebaut. So, ja, aber da waren noch, glaube ich, zu viele Neutrale, die das dann zerstört haben. Die haben gerade das obere eingenommen. Das obere auch noch. Ja. Und ich bin tot. Ihr seht, wir spielen nicht gerade richtig. Es ist immer sowas, wenn man gegen Bots spielt, spielt man immer so ganz vorpushen und den vordersten Kommandoposten einfach nur deffen, weil die Bots so dumm sind und nur den versuchen einzunehmen. Wenn man jedoch gegen echte Spieler spielt, muss man auch ein bisschen Gehirn zeigen, da diese auch die hinteren Kommandoposten einnehmen oder versuchen, sie einzunehmen. Ja, ich regle das mal kurz hier an unserer Basis. Weil irgendwie nervt mich der Panzer. So. Ja, ein bisschen an Transformers erinnern tut das Spiel schon. Ja. Aber, ja. Ganz ehrlich, der Stil regt einen eigentlich so die ersten 20 Minuten auf und danach findet man es einfach nur noch geil, weil, ganz ehrlich, dieses Prinzip symbolisiert eigentlich auch nur diese Dynamik, die dieses Spiel erfasst und die ist einfach grandios. Also ich liebe dieses Spiel alleine wegen der Dynamik. Sonst immer bei Strategiespielen verbringt man Zeit damit, Sachen zu bauen. Das Bauen dauert dann so lange, dass du dich auf nichts anderes mehr konzentrierst, meiner Meinung nach. Und dann merkst, oh, es ist gebaut, oh scheiße, ich war viel zu langsam und dann daran verkackt, dadurch verkackt hast. Sowas bei mir zum Beispiel ziemlich lange bei Warcraft 3. Und deswegen habe ich hinterher auch damit aufgehört. Man erfährt immer wieder Neues über dich. Ja, ne? Ziemlich schlimm. Nein, nicht! Tötet den nicht! Tötet den nicht! Ach, ihr kleinen Bastarde. Moneymaker ist kaputt. Mann! Ey, mein Team tötet immer die, die ich gerade einnehmen will. Das ist doch kacke. Na, Trascha, geh sterben. Soll ich hier Moneymaker hinsetzen oder du wieder mit deinem Ultimativen? Setz einfach hin. Okay, zunächst muss ich jetzt hier die. Die haben echt unser Unteres eingenommen. Scheint so. Dann ich jetzt mit ihrer Einheit hier ein. Ja, wir sind gerade nur etwas schlechter, weil ich am Anfang die Zeit damit verbracht habe zu erklären. Währenddessen konnte ich natürlich nicht die volle Leistung zeigen. Sonst war es wesentlich besser. Ne, aber irgendwie ist es echt so, oder? So. Ja, aber ich glaube, das nehmen wir von alleine gar ein, oder? Das nehmen wir jetzt schnell ein, ja.
Ich will nur kurz hier ein bisschen Money hinpacken. Okay, du hast schon. Ach, das ist jetzt noch eine Healing. Und wenn jetzt mal Einheiten kommen, sie kommen. Okay. Kann ich hier unten das einnehmen? Oder wurde es schon? Ja, wurde es schon. Dann kann ich die in die Mitte schicken. Verteidige mal trotzdem ein bisschen. Ja, hatte ich gerade vor. Ich wollte unter einen Moneymaker hinsetzen, unter ein paar Geschütze. Obwohl Geschütze. Oh, da sind viele Panzer. Wie geil, aber kein einziger Luftabwehrpanzer. So, jetzt nehme ich erstmal jeden Panzer ein, der hier steht. Moment. Ja, ich komme mal kurz. Oh, wir wurden aneinander das Ganze. Fuck. Nochmal zur Erinnerung, das UFO kann halt Einheiten einnehmen, dadurch ist der. Ist dieses UFO eigentlich der einzige Schwert, der das kann? Also Einheiten einnehmen? Ah, nein, nein, generell so. UFOs. Na, die verschiedenen UFOs und verschiedene Klassen machen einfach nur den Skin anders. Gibt keine spielerischen Vorteile oder ähnliches. So. Dann sollte ich vielleicht das lila UFO allein zur Abwechslung nehmen. So. Schieß mich nicht ab, schieß mich nicht ab, komm, ist gleich eingenommen, nicht abschießen, nicht abschießen. Oh, ich bin weg, tschüss. Ah, egal, ich hab's noch eingenommen. So, übrigens in der Beschreibung findet ihr einen Beta-Key, damit könnt ihr Wine unterstützen. Er bekommt dadurch Diamanten, ihr könnt dadurch dieses Spiel spielen, was sich halt nur in der Closed Beta befindet. Ihr habt Vorteile, er hat Vorteile, niemand kommt zu Schaden. Und der Beta-Key hält unendlich, also ihr könnt ihn auch euren Freunden schicken oder sagen euren Freunden, dass sie mitzocken sollen oder was auch immer. Und es lohnt sich bei dem Spiel. Es lohnt sich bei dem Spiel. Das Spiel ist ziemlich neu, also es gibt noch auf jeden Fall Chancen, dass hier der Beste zu werden oder halt der Schlechteste, je nachdem, was ihr auch habt, wollt. Ach man, egal, ich habe jetzt schon viele Einheiten genommen. Ich strenge mich jetzt auch gar nicht so an in dem Spiel, falls manche sagen, hör Noob oder so. Ich will einfach nur ein paar Einheiten einnehmen und sozusagen dann das Geld bekommen dafür. Um hier auch mal ein bisschen voranzukommen. Komm. Nein, dafür kriege ich halt K. Wenn ich 25 Einheiten einnehme und das Spiel dann gewinne. Komm. Ich bräuchte trotzdem in der Mitte kurz Hilfe. Okay. Mit Verteidigung, weil jetzt übernehme ich es gerade. So. Und die Gegner übernehmen es, glaube ich, gerade wieder. Nee, noch nicht. Okay, ich brauche definitiv Hilfe. On my way. Schneller. Ich meine ja, gerade übrigens die Tower, die jetzt gebaut werden sollen, dass die mal ein bisschen schneller hier vorankommen. Und die gegnerischen Creeps sind da. Nee, dort. Was? Doch. Gehst du schnell drauf? Geh ich erstmal. Ich nehme die beiden hier ein hinten. So, und Panzer hier hinten hin. Man bekommt übrigens durch fast alles Erfahrung, also geht schnell. Ja. So. Dann kaufe ich mir mal zwei Blaster Guardians. Um euch diese auch mal zu zeigen. Also die Blaster Guardians schwirren nun so um mich herum und ich kann wesentlich mehr Schüsse feuern, was natürlich ein immenser Vorteil hinterher ist. Das gleiche gilt für die Repair-Dinger. Und zwar, wenn dann hinterher zum Beispiel ein Panzer angreift, hat er absolut keine Chance gegen mich. Jo. Nicht den angreifen. Jetzt ist er tot. Hast du einen Moneymaker? Ja. Baust du auch den anderen gerade? Jo. So, wieder die kleinen Creeps. So, jetzt steht es nicht schlecht für uns, würde ich sagen. Ach nee. Stand ja noch nie schlecht für uns zwei, einfach nur kurz, als wir es eingenommen hatten, aber das ist scheißegal. So, man sieht allerdings jetzt auch, dass die. Nein, ich bin tot, oder? Nee, geht. Der Helikopter ist Gott sei Dank relativ schnell, so kann ich Raketen zum Beispiel auch gut entkommen. Also bringt eigentlich dieses mit dem 50% Raketen-Ablock, ich weiß nicht was, eigentlich ziemlich wenig. Ich baue da mal zwei Wedges hin, ne? Da vorne. Okay. Das glaube ich sinnvoll, weil hier sind ziemlich viele Einheiten. Ach ja. Mich nervt es ein bisschen, dass das UFO so wenig Leben hat. Da ich ja mal versuche, Einheiten einzunehmen. Ja, aber ich dann immer abgeschossen werde und. Ja. So wie jetzt. Jetzt seht ihr mal die Repair-Dinger. Obwohl, ich lasse mich jetzt einfach mal abschießen. Man sieht, das regeneriert sofort. Und die können mir dadurch eigentlich kaum was abziehen. Hat natürlich Vorteile. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 4 hinterher habe, das ist das Maximum mit dem Skill. Können die mir eigentlich kaum noch was ziehen.
Also da müssen es wirklich zwei oder drei Panzer sein, damit die mir überhaupt noch was ziehen können. Meiner. Der hintere ist meiner. Okay. Blub. Ja. So. So, komm. Schon wieder so ein Ding kaputt und der Hawk ist da. Der wird noch sterben. Der. Hast du mitgezählt, wie viele ich jetzt schon eingenommen habe? Nee, habe ich nicht. Tut mir leid. Mensch, dass du dafür verantwortlich bist. Ach, kacke. Ich werde ein paar einnehmen. So. Wenn man unterbrochen wird vom Einnehmen, finde ich geil, dass es dann wieder da aufhört, wo man sozusagen was abgebrochen wurde. Das ist echt nice. Nachteil von diesem Spiel ist übrigens auch, dass es halt, wie gesagt, noch wenig Spieler hat, also. Ja, dadurch ist ganz Neues. Dementsprechend schnappt euch den Beta-Key, schreibt mich per PN. Alter, hast du den gerade abgeschossen? Ja, Entschuldigung. Schreibt mich per PN bei YouTube an und wir zocken eine Runde. Allerdings höchstwahrscheinlich gegeneinander, es sei denn, es kommt wirklich mal zu einem 3v3. Allerdings das eher selten. Also wenn, würden wir wahrscheinlich gegeneinander spielen. Mit Nein, ich will nicht sterben! Ist noch ein bisschen schwer. Wie gesagt, aufgrund der Anzahl. Also übt ein bisschen und wenn ihr meint, gegen uns ankommen zu können. Aber ich denke mal, es geht auch mal eine kleine Runde zusammen, da es ja hier auch einen Überlebensmodus gibt. Stimmt. Wo man sich ganz lange verteidigen muss, bis zu 4 Spieler. Werden wir, denke ich mal, auch mal hochhören. So. Wollen wir schon mit Panzern anfangen? Ich fange jetzt mit Panzern an, wenn, wenn ich Level 7 bin. Muss ich langsam wissen. Ja, stimmt. Wegen Bomben kann man... Nee, wegen den... hier, wie hießen sie? Borderlands 2? Ja, so habe ich mir das immer gemerkt. Wie hießen diese Viecher, die den Kopf abschießen muss? Den Helm. Ja, du spielst ja auch Borderlands. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Weißt du das nicht mehr? So. Hier, vielleicht willst du deinen Zuschauern mal den gottleichsten Helikopter-Panzer zeigen, den es gibt. Ja, wie hieß der jetzt nochmal? Bam, bam, bam. Der hieß? Goliath. Goliath! So. Du hast es die ganze Zeit gewusst, was ich meinte. Mhm. Ah, er mobbt mich. Oh, ich bin so super schnell, wenn ich die Dinger in meinem Rucksack habe, ey. So, jetzt hier diese komische Anti-Air. Setzen wir hier nämlich noch zu viel ab. So, und jetzt halt nur noch Longhorns. Ich zumindest. So. Du bist doch schon Level 7, oder? Ich war doch schon Level 7. Ich baue die Goliaths, weil sie ab Level 7 sind, aber ich Level 6 bin. Ja, genau. Das war meine Logik. Natürlich gemerkt. Ein Goliath. Ey, was geht denn hier gerade ab? Machst du mir dann nur mit den Goliaths ein, oder? Weiß nicht, können wir machen. Aber ich glaube, epischer im ersten Video weiß, wenn wir wirklich alles schicken, oder? So, jetzt habe ich nebenbei erwähnt 4 dieser Reparaturdinger. Und man sieht, die können wir eigentlich gar nichts mehr. Ich marschiere jetzt einfach mal so in die Nähe der gegnerischen Base. Da hier ein bisschen was ab. Die gehen jetzt, wie man sieht, ziemlich gegen mich vor. Aber wirklich eine Chance gegen mich haben sie nicht. Klar, würde ich mich jetzt direkt vors Tor der gegnerischen Base stellen, würde mich töten. Hier ist ein Bohrer. Was bringt der Bohrer? Den kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, der kann die Leitung kappen zwischen... Warte mal, ich gehe mal... Ja, und der Bohrer macht noch Schaden, also von vorne. Ja, ich glaube, der kann links die Leitung kappen zwischen... Lass mir den. Okay. Also zwischen den Moneymakern und der Basis. Genau, okay. Denke ich zumindest. Und der gehört gleich uns und er ist unser. Test wieder einfach mal, was er macht. Fliege ich ihn mal ein bisschen hin. So, der Bohrer. Mach kaputt. Nee. Okay, er hat es ganz grandios kaputt gemacht. Ah doch, ist kaputt, ne? Nee. Wir wurden gerade herausgefordert. Von wem? Von Nuggets. Den, gegen den wir letztes Mal schon gespielt haben. Okay. Ich würde sagen, das machen wir dann gleich danach, oder? Jo, können wir machen.
Ich müsste nur vorher Wissen hochladen, damit ich jetzt sagen kann, next round. Was willst du machen? Sollen wir das hochladen oder nicht? Welches? Das Match gegen, wie hieß er? Ich werde es hochladen, ja. Okay, dann mache ich es auch und ja. Nächstes Mal kennt ihr ja schon die die Regeln, dementsprechend brauche ich das auch wir nicht. Wir beenden es erstmal ganz schnell. Ach so, beenden wir schon, okay. So, nun kann ich hier wählen, man sieht hier dieses Menü. Da gibt es halt verschiedene Dinge, die ich ausführen kann. Y ist jetzt in diesem Fall Angriff, dementsprechend drücke ich Doppel-Y. Und die schwirren halt zum Gegner, allerdings sind wir jetzt schon fast beim Gegner, dementsprechend hat das noch wenig Sinn. Und wir sind schon beim Gegner und dementsprechend schneiden wir den jetzt mal eben ab. Und Victor, wir haben gewonnen. Ich weiß, das Ende war jetzt etwas schnell. Ich hoffe, euch hat trotzdem gefallen. Hier sieht man jetzt nochmal, wie viel wir bekommen haben. K ist in dem Fall die Ingame-Währung, die man so bekommt. Es gibt auch noch Diamanten. Momentan gibt es ja ein tolles Angebot. Wie viel waren das? 9010? 9001. 9001 Diamanten für 10 Euro. Das kostet normalerweise 50 Euro. Wenn ihr das in der Beta ausführt, also auch mit dem K, siehe Beschreibung, behaltet ihr die auch im vollen Spiel, also keine Angst, das ist ein gutes Angebot meiner Meinung nach, da man da fast alles schon mit freischalten kann. Allerdings bringt das auch nicht wirklich große Vorteile, dass immer die gleichen Charakter auch freigibt, teilweise. Und es ist einfach ein faires und nettes Strategiespiel, was man echt mal ab und zu spielen sollte. Ja, man hört sich, ich bin Gobbo und habe heute mit Gamer Club Germany XY. Mit Brian von Gamer Club Germany gespielt. Schaut auch da mal vorbei, wurde am Anfang des Videos eingeblendet, ein Link. Da steht dann irgendwie hier klicken, um zum Gamer Club Germany zu kommen. Ja, man hört sich, auf Wiedersehen. Tschüss.